Und jetzt sind wir in unserem MoMA-Café und begrüßen die Flötistin Olga Reiser, die ihr Querflötenspiel mit ziemlich modernem Ansatz präsentiert, auch auf ihrem neuen Album Flute Tales. Und in diesem Fall bedeutet das Töne aufnehmen und abspielen, während mehr und mehr hinzukommt. Alles mit dieser Loop-Station, die wir Ihnen auch gleich mal zeigen. Diese Kombination Querflöte und Loop ist so ungewöhnlich. Da ist sie und wir werden gleich sehen, wie sie funktioniert. Und fragen Olga Reiser mal nach, wie sie darauf kam. Guten Morgen erstmal, Olga. Guten Morgen. Herzlich willkommen im ZDF Morgenmagazin. Dankeschön. Ich habe das schon mal gesehen bei technisch ganz gut ausgerüsteten Straßenmusikern. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Wie kamen Sie darauf, dieses eher klassische Instrument, Querflöte, mit dieser technischen Innovation zu verbinden? Die Querflöte ist ein einstimmiges Instrument und diese Loopstation ermöglicht die mehrere Musik zu machen. Ja. Und das ist, das finde ich ganz toll und spannend und vor allem, ich mag sehr experimentieren. Das heißt, man muss es erklären, wir hören es auch gleich. Sie spielen was, nehmen das, während Sie es jetzt auch gleich bei uns live spielen auf. Dann wird das weiter eingespielt und Sie spielen da weiter live drüber, richtig? Genau. Ungefähr. Also die Station kann durch das Mikrofon die Töne aufnehmen und in einer Dauerschleife live abspielen. Natürlich, wenn ich das möchte. Ja. Genau, Sie drücken das mit den Füßen. Genau. Und Harriet und ich sind sehr gespannt darauf. Wir hören zu, freuen uns. Wir hören zu und ja. Verabschieden uns von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und sagen bis morgen, wenn Sie mögen. Olga Reiser jetzt mit Querflöte und Loop. Thank you.